Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videorunde von Last War. Als allererstes möchte ich mich für die Besuche die Woche bedanken von EOL und von Val, die sie immer abwechselnd hier neben mich gestellt haben und freundliche Grüße mit einem Aufklärer zu mir geschickt haben, dass ich weiß, dass das hat. Schön, dass ihr mich besucht habt und die eingefroren waren und wir wieder befreit haben aus dem Eis, dass sie wieder heimporten können. Haben wir gern gemacht. Aber schön, dass du da warst. Freut mich. Gut, heute machen wir wieder ein kleines Ihr fragt, ich antworte. Wie gesagt, ich weiß nicht alles über dieses Spiel. Bei weitem nicht, sonst wäre ich viel besser. Aber was ich weiß, gebe ich gern weiter. Und die Community schreibt natürlich in die Kommentare ihre Tipps noch und dann gemeinsam kriegen wir das schon hin. Jetzt muss ich das ein bisschen verschieben. Ich sehe gerade, dass man da noch ein bisschen Werbung sieht vor dem blöden Bluestacks. So. Ah, alle Hilfe. Immer gut. So. Die erste Frage war für Season 1. Ich meine, ich kann euch das nicht mehr zeigen, weil ich kann ja nicht mehr auf die Map der Season 1. Aber Städteeroberung in der Season 1 und wann und ob alle anderen Allianzen von den Servern zu euch kommen können. Ja, jetzt habt ihr in der Season 1 auch so wie mir hier in Season-Gruppe, da seht ihr, welche Server mit euch spielen. Na, ihr seht, wir sind wieder der jüngste Server bei uns in der Gruppe. 73 ist, glaube ich, der älteste Server in unserer... Nein, 69 ist der älteste Server in unserer Gruppe. Genau, also sowas habt ihr auch. Und alle, die hier drin sind, können jederzeit zu euch kommen. Brauche bloß da draufklicken. Gehe. Dann könnt ihr mir jetzt da auf den Server warten. Was ich aber nicht mache, weil da... Wie bloß ein, hat keinen Sinn. Jetzt noch nicht. Aber es kommt die Zeit, wo die Server alle gegeneinander kämpfen und auf der Map versuchen, die Städte zu erobern, die ihr schon habt. Genau, also die porten dann rüber, bauen irgendwo einen Kontrollpunkt und von da aus versuchen es dann in die Städte zu kämen und engere Militärbasen. Hat da versucht jetzt eine kleine Allianz aufgegebenes für uns einzunehmen. Das darf uns natürlich. Die ab, was wir abgeben, die holen sie dann die kleinen Allianzen. Und die holen wir uns auch nicht wieder, außer vielleicht zum Schutz, da müssen wir angreifen, dass die dann wieder den Schutz erneuern, dass nicht eben eine andere Allianz von anderen Surfern das einnehmen kann. Aber jetzt gehen wir auf eine leere Stadt für uns, also wo keiner rumparkt, dann haben wir mehr bessere Sicht. Ihr könnt es während der Saison immer angegriffen werden, wenn ihr in dem Dreck steht, der um die Städte oder die Militärbasen ist. Wenn ihr da drin steht, habt ihr keinen Schutz. Und wenn ihr in der Mine seid, habt ihr auch keinen Schutz. Wenn jetzt da ein Kollege kommt, sich hierher packt von einem anderen Server und sagt, ach, ihr habt sie am Abbauen bei der Mine, dann haut er euch raus. Oder wenn ihr da drin steht, kann er sogar eure Basis angreifen. Das ja sonst nur möglich ist in die Kriegstage. Ja, also in die Kill-Events. Ich glaube, das war in Season 2. Eins, zweimal die Woche. Am Anfang der Season 1 war das ganze Wochenende, das war die Hölle. Also von Samstag 4 Uhr früh bis Montag 4 Uhr früh war nur Krieg. Es hat viele Ressourcen gekostet und Truppen und Schilde. Ja, und zwischen die Killtage könnt ihr nur hier oder auf Minen angegriffen werden. Aber es kann natürlich wirklich bei den Killtage kommen die rüber und nehmen engere Städte. Sobald die Schutzphase abgelaufen ist, können die Städte nehmen. Also aufpassen. Dann kriege ich immer wieder Fragen, ah, meine Allianz ist jetzt nicht so toll und ich hätte gerne eine andere Allianz und ist das zu empfehlen? Also das müsst ihr ganz wirklich, das müsst ihr selber wissen. Ja. Wenn ihr in der Allianz nicht glücklich seid, dann sucht ihr euch eine andere. Die Allianz ist das Kernstück des Spiels. Ja. Ihr müsst gut zusammenarbeiten, ihr müsst euch abstimmen. Wie bei uns in der Allianz ist es so, wir haben einige, die arbeiten Nachtschicht. Das ist ganz praktisch, weil die halt auf Nacht online sind, wenn die anderen schlafen, die unterm Tag halt arbeiten. Das ist natürlich schon toll. Oder wenn sie verschiedene Nationen drin haben, wir bestehen, ich glaube zu, ich würde jetzt mal sagen, 85% aus deutschsprachigen, die was auch im europäischen Raum wohnen und dieselbe Zeitzone haben und somit auch denselben Schlafrhythmus und Arbeitsrhythmus. Aber wir haben auch ein paar Kollegen aus den arabischen Ländern, und die haben dann natürlich eine andere Zeitzone und somit sind die anders aktiv wie mir. Und das ist nicht schlecht, wenn also quasi rund um die Uhr irgendjemand irgendwie online ist. Aber wie gesagt, wenn ihr euch in der Allianz nicht wohlfühlt, dann sucht euch einfach eine andere. Es gibt ja genug. Ja, also es ist ja nicht so, dass es keine Allianzen gibt. Sucht euch eine,
Und wenn ihr euch da gut fühlt, dann bleibt ihr einfach da. Ja. Aber nicht gleich bei der ersten Schwierigkeit aufgeben. Also ich spreche jetzt aus Erfahrung, R4 oder R5 ist ein Höllenjob. Besonders in Seasons, weil da so viel Abstimmung ist mit den anderen Allianzen, wer wo hingeht, wer mit wem im Krieg ist und wer Unterstützung braucht, mit wem man Verträge hat und mit wem nicht. Und man ist eigentlich nur am Schreiben den ganzen Tag, ja, dass man eben weiß, wo man dann hinmarschiert. Genau. Dann, nächstes, war noch der VS-Tag Nummer 6, wie man denn da am besten Punkte macht. Ja, am besten machst du Punkte, wenn du kämpfst. No? Ah, das ist 50-50. Ja, die haben da andere Zeitzone, die kämen immer, wenn wir dann im Bett sind, dann machen die einen die Punkte. Das hat uns gestern schon einen Punkt gekostet. Ah. Aber egal. Man muss nur zweimal gewinnen, um die Liga zu erhalten. So. Gefechtsbereitschaft ist ja der Freitag. Wenn ihr die Woche schon gewonnen habt, also wir machen es eigentlich generell so. Wenn wir die Woche schon sicher gewonnen haben, dann schreibe ich den Allianzgegner, den VS-Gegner an und sage ihm, du, wir müssen jetzt am sechsten Tag nicht unbedingt kämpfen, außer ihr wollt unbedingt. Und wenn die dann sagen, nein, sie wollen auch nicht kämpfen, dann haben wir Frieden, jeder macht seine Schilde hoch, alles ist gut. Wenn die sagen, ja, sie wollen doch kämpfen, dann wird er gekämpft. Ja. Wenn man Zeit hat, am besten nie, also außer man ist relativ stark, aber am besten man geht nicht alleine rüber zum Feind. Es ist immer gut, in Gruppen zu springen, so 3 bis 4 Mann. Der Stärkste ist der, was angreift, ja, also der, was sein Schild fallen lässt, und 2 oder so bleiben im Hintergrund, die lassen das Schild offen und schicken nur Defense-Truppen in die Base, vor dem der angreift. Dann machen nämlich die auch gleichzeitig Punkte, weil ja die Feinde auf die Base laufen und die Base angreifen. Ja, sie haben die Defense drin und machen damit Punkte, weil sie ja die Einheiten killen. Und gleichzeitig wird der andere aber nicht sofort genullt und verschwindet und kann weiterhin angreifen. Genau. Da machst du natürlich Punkte. Oder dann, wenn ihr euch auf Frieden entscheidet, könnt ihr euch natürlich immer nur zu Minenduellen verabreden. Das heißt dann, ihr macht euch irgendeine Mine aus. Wo haben wir da eine? Rip. Wie zum Beispiel hier. Sagt die Mine, teilt die kurz mit dem, der was euch geschrieben hat, dass ihr gerne einen Minenkampf machen möchtet. Dann schickt einer seine Truppen schon rein und der andere schickt seine Truppen nach. Und wenn ihr euch dann da trefft, dann kämpft ihr. Ja, es gibt natürlich auch Punkte. So kann man das friedlich lösen, ohne dass man die Base des anderen angreift und seine Ressourcen klaut oder seine Truppen schrottet. Unnötig. Wenn der Krieg eh schon entschieden ist, das VS-Duell, warum soll man dann am Samstag noch unnötig Truppen verheizen? Ja, man kann sie abstimmen, dass man halt auf die 7 Millionen kommt, 7,2, dass man halt alle Kisten öffnet. Das kriegt man eigentlich immer irgendwie zusammen. Und dann kann man ja am VS-Tag 6 immer nur wettbewerbt wärmer. Dann gibt es ja immer nur für die Handelslastwagen für die goldenen gibt es 300.000 und für die orangen Geheimmission 225.000. Wenn man die kontinuierlich macht, also jetzt nur bei denen mache ich immer so ja, gute Millionen, knapp über Millionen und mit denen auch. Dann sind auch mit 1,5 Millionen, ich habe 5 Cent, genau, es sind auch mit 1,5 Millionen. Also damit allein mache ich schon knapp 3 Millionen. Und dann natürlich noch Gebäudebeschleuniger, Training von Einheiten und natürlich dann das Töten von feindlichen Truppen. Ja, jede getötete Einheit vor einem nicht direkten Allianzgegner, also VS-Gegner. Das sind die Rivalen, also direkt die Feinde im Endkampf VS. Und das sind irgendwelche andere Random-Truppen, die da rumlaufen. Ja, die, was ihr da tötet. Aber auch für verlorene Einheiten gibt es Punkte. Nicht so viel, aber es gibt Punkte. Genau. Also da kannst du deine Punkte eigentlich, die kriegst du voll. Ja, mach da so ein Minenduell aus. Such aber einen Gegner, der ungefähr dein Level hat, dass du nicht jeden Kampf gnadenlos verlierst. Aber das geht schon. Ja. Genau. Das waren wieder enkere Fragen. Dann habe ich noch eine Frage gekriegt, genau, zum Kampfsystem. Genau, das hätte ich wieder fast vergessen. Weil das Kampfsystem, das ist so komplex. Ich kann es nicht anders sagen, wie es ist komplex. Ich bin selber noch nicht ganz dahinter gestiegen. Ich verliere hier in der Arena teilweise gegen Leute, die 3-4 Millionen weniger Kampfkraft haben als wie mein Main-Team. Weil dann eine Drohne besser ist oder eine Moral ist besser und lauter so Sachen. Also, das ist schon sehr komplex. Aber wenn da von euch Tipps da sind, wegen dem Kampfsystem und wie man das am besten macht, schreibt es gerne in die Kommentare, dass das alle lesen können. Wie gesagt, ich steige da auch noch nicht so ganz dahinter. Ich suche mir immer Gegner aus, die
schwächer sein will, so ist einfach das Leben, man sucht sich Gegner, die schwächer sind und haut den aufs Maul, versucht man. Und trotzdem verliere ich hin und wieder. Ich meine, das ist halt so. Ich weiß aber immer noch nicht, warum. Ja. Mehr Truppen, höhere Moral, meine Drohne ist höher, meine Kampfkraft an sich ist höher und ich verliere trotzdem und ich weiß es nicht, warum. Ja. Ist halt so. Aber wie gesagt, wenn es für euch dort Tipps gibt, gerne in die Kommis, dass jeder das lesen kann in der Community. Und ich sage wieder danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Like und Kommentar war wie immer wunderbar. Und ein Abo natürlich auch, dass die Community weiter wächst. Also, danke, bis zum nächsten Mal. Servus.